Hallo zusammen, heute darf ich sehr überraschend den Juli verkünden. Es ist mein Monat, da habe ich Geburtstag und das ist normalerweise der schönste Monat, wo ich Jahr für Jahr erlebe. Dann ist endlich die Wärme da, die ich brauche. Es fühlt sich dann alles so wie Urlaub vom Leben zu haben. Und nun freue ich mich überraschend, den Monat Juli 2020 an euch weitergeben zu dürfen. Es herrscht im Juli Stille. Einfach nur Stille. Und diese Stille wird sich beinahe bis zum Schluss des Julis zeigen. Wir werden uns an etwas gewöhnen dürfen. Die Matrix fällt zusammen. Das bedeutet, alle Lebensbürden, alle Lebenshürden, alles, was sich so dahinschleichend unseres Lebens gezeigt hat, fällt zusammen. Die Schwere, die Last, die Unruhe, die Machtlosigkeit, also alles mit dem, was wir unser Leben lang auseinandersetzen mussten. Wir hatten einen Erbvertrag unterschrieben, darf jetzt sich einfach nur zurückziehen. Es darf sich zurückziehen. Und wir sind mittendrin. Wir können nun diese Machtlosigkeit, diese Unruhe, diese depressive Phase einfach so abgeben oder wir lassen es ausschleichen. Das bestimmen wir selbst. Und darum ist dieser Juli der Juli der Stille. Es ist einfach nur geschehen. Es ist einfach nur angekommen. Es ist einfach nur passiert. Und genau dieses Stillsein halten ganz viele Menschen nicht aus. Dieses sich vereinsamt fühlen, dieses sich nicht korrespondieren dürfen, nicht kommunizieren dürfen, macht viele ganz komisch. Und dieses komische Gefühl mag sich anfühlen wie ein wenig fern der Welt, ein wenig fern und verlassen der Welt. Aber es ist gut so. Der Juli wird ein stiller Monat. Einer, der sich einfach wie Ankommen in einer anderen Welt anfühlen darf, soll und auch wird. Es wird Hitze dazu kommen, es kommt Regen dazu, es kommt Hitze dazu. Ab dem 15. Juli beginnt dann die Inreds sich ver oder beschleunigen zu dürfen. Es wird ja ein Aufwärtsprozess und der Körper wird sich auch im Juli anpassen dürfen, sollen und müssen. Aber insgesamt ist der Juli für Stillwerden. Es wird still. Und alles, was still ist, wird dann laut. Das heißt, wenn ich selbst still werde, dann kann alles, was ich überhören wollte, in mir laut werden. Also ist es ein sich zurückziehen, die Natur genießen, sich selbst atmen hören, sich selbst wieder wahrnehmen dürfen. All dieses ist der Juli, einer meiner Lieblingsmonate. Und ich hoffe und ich wünsche und ich verbinde mich mit diesem Wunsch, dass wir erkennen, dass die Welt sich verändern soll. Und jeder, der jetzt noch laut werden möchte und erklärt, dass dieses nicht sein darf und dass sich alles ganz schnell wieder in die Normalität entwickeln sollte, den frage ich wirklich, glaubst du, diese Welt wäre richtig, wenn es so weitergegangen wäre? Glaubst du wirklich, all dieses, was jetzt geschieht, ist nur, weil man uns bestrafen möchte? Nein, es verändert sich. Es möchte neu geboren werden. Und dazu braucht es Energie, es braucht Bewegung und es braucht galaktische Föderationen. Zum Beispiel Ben gehört zu diesen Förderern. Er spricht durch mich, ich dolmetsche ihn und er sagt, bleibt gelassen. Es ist ein Prozess und dieser Prozess ist richtig und gut. Und nun möchte ich jedem eines empfehlen. Versuch dir eines vorzustellen. Du gehst in diesem Monat Juli ohne Plan. Lass dich nicht beirren von deinem Plan. Öffne dich aber jeden Tag und freue dich mit all diesem, was nun geschieht. Ob dein Körper sich noch anpassen soll, muss und darf, ob er durch diesen Nullpunkt hindurch gegangen ist oder überhaupt dieses Jahr hindurchgehen wird. Alles nicht die Frage deines Verstandes. Aber was einzig zählt, geh in den Flow, geh in den bewussten Zustand jetzt und bleibe dir selbst treu. Im Juli wird es ein großes Thema geben. Jeder Monat hat eine Bestimmung. Der Juli heißt, werde still, damit du den Anfang nicht verpasst. In diesem Sinne, hab es fein. Fühle dich neu geboren, wenn es in der Zeit ist. Und beende deinen Geburtsprozess, wann immer er zu beenden ist. Hör auf zu jammern. Bleibe in deiner eigenen Stärke. Und der Juli sagt, werde still. Somit still sein, um alles zu hören, was jetzt für dich passabel gerichtet wurde.
Dankeschön fürs Zuhören.